Mein Mist lädt nicht. Ach, jetzt hat's geladen. So, okay. Ich lade jetzt mal das Spiel. Noch, bitteschön, laden. Hoffe mal, das geht jetzt ein bisschen schneller. Ja, das sieht gut aus. So, für alle, die... Ich bin ein bisschen heiser. Für alle, die das jetzt auf YouTube hier sehen, wir haben heute Halloween. Und ich habe keine Schminke, aber ich habe eine Perücke bekommen von Erik. Deswegen, ja, spielen wir das jetzt mit Perücke. Ich glaube, es ruckelt jetzt nicht mehr ganz so stark bei euch. Ich glaube, es ruckelt nicht mehr ganz so stark bei euch. Ich kann das nicht die ganze Zeit durchziehen, sonst werde ich blöd. ich sehe zumindest in meiner Vorschau, sieht es besser aus. Weil ich habe nämlich, mir ist nämlich aufgefallen, man kann in den Grafikeinstellungen die, wo ist es? Motion Blur ausmachen. Haar-Special. Ja, ich bin Hyde, Haar-Special. Ich habe das Motion Blur ausgemacht, weil das hat dafür gesorgt, dass das Bild immer so tierisch unscharf geworden ist. Und deswegen läuft das Spiel jetzt meines Erachtens ein bisschen ruckelfreier. So, was habe ich im Vergleich zum letzten Stream, beziehungsweise für die, die auf YouTube gucken, im Vergleich zur letzten Folge gemacht? Ich habe hier einsortiert. Ich habe Spinde gebaut, also man sieht es hier, ich habe, glaube ich, 3 Stück oder so neu gebaut. Hier auf der Seite habe ich, glaube ich, auch einen neu gebaut, weiß ich mir aber gerade nicht mehr. Ich habe hier eine Kiste hingestellt für diese Hide, also für diese ja, Tierhaut hier. Ich habe hier so ein bisschen was reingepackt, weil das Zeug muss ja ewig und 3 Tage trocknen. Und ich habe hier die Flaschenkisten hingestellt. Das Blöde bei diesen Flaschenkisten ist im Übrigen, es passen, ich glaube, 3 Stacks passen rein, also 3x8 Stacks passen rein, aber der Rest irgendwie nicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Naja, wie auch immer. Was? Lass mir jetzt die Arbeit von dir versüßen. Das ist doch gut. Dann mach das mal. Dann mach das mal, liebe Katrin. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist das, was jetzt, ja. Das ist das, was ich auf jeden Fall zwischen den Folgen gemacht habe, beziehungsweise zwischen den Streams gemacht habe. Ich habe noch ein bisschen Zeug gefunden. Ich glaube, Knarren und so. Also hier haben wir noch ein bisschen was an Zeug dazu bekommen. Das habe ich hier auch eingelagert. Ich habe, glaube ich, noch ein Tier getötet, meine ich. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Hab da irgendwo hier das Fleisch, genau hier ist noch Fleisch dazu gekommen. Nicht wirklich viel, also es ist nicht wirklich viel passiert, ihr habt nichts verpasst. Und was wir jetzt machen, ich wollte mit euch auf Tour gehen. Das heißt aber diesmal nicht auf Loot-Tour, sondern wir wollen uns heute mal ein bisschen umschauen. Ach, mir fällt gerade was ein, ich wollte mal noch was im Baumenü gucken. Es gibt nämlich noch die Möglichkeit, größere Spinde zu bauen, theoretisch. Und das sind die Security Locker. Hier steht nämlich Large Container. Could store many items and could prevent thieving well. Oh, ihr wart Pizza jetzt essen. Was gab's denn für eine Pizza? Was gab's denn? Security Locker. Security Locker sind auf jeden Fall größer. Und ich wollte mal noch so ein Ding bauen, das fällt mir jetzt gerade ein. Weil wir uns hier die ganze Zeit mit diesen kleinen Lockern, also mit diesen kleinen Schränken abkrepeln. Das ist der Kater, falls ihr den jetzt gerade hört. Der macht gerade wieder sein, weiß ich nicht, Affentanz. So, ich baue mal die größeren locker. Da passt, wie gesagt, ein bisschen mehr rein. Hallo? So, man sieht das schon, die sind ein bisschen fetter. Ist kein Fettshaming, die sind einfach fetter. Ich habe aber keine Ahnung, wie rum ich den drehen muss. Ich weiß es einfach nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es so rum richtig ist. So, und ich stelle den jetzt mal hier dann... Ich stelle ihn nicht dann... Hallo? Pixel Hunting. So. Ach. Toll. Das hat irgendwie nicht geklappt. Hawaii und Thunfisch. Oh, sehr gut. Hawaii ist immer gut. Ich mag Hawaii-Pizza. Weiß, dass viele Leute die nicht mögen, aber das ist mir auch egal. Hä, wie ist denn das Ding jetzt angegangen? Achso, okay, wir brauchen auf jeden Fall 8 Metal Scraps, 4 Holz, 8 Component und ein Zahnrad. Ich glaube, wir haben noch Zahnräder. Jo, das sieht gut aus. Achso, das geht ja hier nicht so. Split One. Ich nehme mir mal ein Zahnrad raus. Schnapp mir mal 8 von den Dingern. Ich habe jetzt 2 Schränke gemacht für sowohl Metal Scraps als auch für die Components. Also die beiden Schränke hier sind nur für Metal Scraps und Components. Dann haben wir hier noch irgendwo Holz. Naja, ist nicht sehr viel drin. Dann brauche ich auf jeden Fall die Säge. Die Säge. Ich hoffe mal, meine Säge ist noch ganz... Ah ja, ich habe hier noch ein bisschen umsortiert, weil das war alles... Es war alles einfach nur viel. Also die Schränke sind wirklich voll mit Scheiß, ne? Also, es ist unfassbar. Eine gewohnte... Was?
Einlegeboden ist vorne etwas hineingesetzt, dann steht er mit der Front nach vorne. Was? Was für ein Einlegeboden? Habe ich gesehen? Was? Achso, du meinst bei dem Schrank. Okay, nee, das habe ich nicht gesehen. Habe ich leider nicht gesehen. Muss ich gleich nochmal gucken. Das wird nicht der letzte Schrank sein, den wir bauen. So, 1,5 Stunden. Ich hoffe mal, es kommt kein Nebel auf. So. Über die Fiat Punto-Fahrer unterwegs. Irgendwo ist wieder jemand gegen den Baum geknallt. Ich guck mal gerade. Das müsste wieder hier hinten irgendwo sein. Das Lustige ist, auf dem Weg hier sind definitiv... Ich glaube, da hinten ist er. Man sieht ihn da hinten in der Ferne. Ich glaube, da ist er. Hier auf dem Weg ist definitiv immer ein Wolf. Definitiv immer. Und es ist definitiv immer ein Bär, wenn wir hier in die Richtung weitergehen, Richtung Sägewerk, Bad Sägewerk. Da ist definitiv immer ein Bär. Der kommt zwar manchmal bis hierher, also das hatten wir ja ganz am Anfang mal gehabt, dass der Bär bis hierher gelatscht kam. Der Bär hierher. Guck, da ist er. Aber das passiert nur selten. Ich möchte das jetzt nicht beschreien, aber ich werde dem Kollegen hier mal helfen. Guck mal, hat schon ein Tuch verloren. Ach, hast du schon dein Schnuffeltuch verloren? Ach, du armer Kerl. Du kriegst die Tür nicht zu. Hä? Kann hier entern? Nee, kann ich nicht. Das wäre Quatsch. So, wir holen ihn mal da raus. Schönen guten Tag. Na, hast du überlebt? Danke, dass du mich gerettet hast. Jupp. Irgendeine Kleinigkeit. Was ist denn das? Weiß gar nicht, was das ist. Was hat denn der noch? So eine Angeldingens, eine Kartoffel, Handschuhe und Batterien. Ja, die kannst du aber halten. Ja, ciao. Bis zum nächsten Mal. So, okay. Gucken wir noch gerade in seine Karre. Er hat nichts dabei. Was ist denn jetzt los? Hä? Nimmelgatz? Wieso liegen hier Tiereingeweide? Warum liegen hier nochmal Lappen? Ich frag nicht. Mist Survival, ich frag dich lieber mal nicht, warum du gerade so kaputt bist. So, ich klopp mal auf das Auto ein. Das ist ja scheißegal. Das kann ja eigentlich auch despawnen, weil... der kommt ja eh immer wieder mit seinem Auto. Ich weiß nicht, wie er das schafft, ne? Also theoretisch müsste er wirklich... Verrat mir das mal einer. Wie schafft er das, hier hinter diesen Baum zu knallen? Da müsste er quasi von da kommen mit High Carajo. Vielleicht irgendwie hier an dem Wall abprallen. Und dann müsst ihr hier so dagegen knallen. Ich habe aber keine Ahnung, ich bin kein Columbo. Also, ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung, was der Typ macht. Also Autofahren kann er auf jeden Fall nicht. So, und ich nehme mir mal sein Zeug mit. Nimm mir sein Zeug mit, was er da so fallen lassen hat. Daniela, geh bitte. Nein, ich bleibe jetzt da. Okay, dann bleibst du halt da. So, kann ich hier noch ein bisschen was mir aus dem Baum rausdreschen? Können wir bestimmt früher oder später noch gebrauchen. Und zwar diese Rinde. Rinde. So. So. Wo kommt da noch mehr raus? Nö. So, was? Ich tippe darauf, er kommt an den Baum, der hinter das... der Hintern des Autos hebt sich und dann dreht er sich durch die Wucht des Aufpralls weiter nach links. Achso, du meinst, er kommt von hier an so? Ich bin jetzt mal das Auto, ne? Wir spielen das jetzt einfach mal nach. So, ich komme jetzt hier mal an so. So. Nicht Rinde, sondern Borke. Ja, Borke, Rinde. Ist das nicht dasselbe? Ich habe keine Ahnung. Sind Rinde und Borke nicht dasselbe? Keine Ahnung. Aber so ungefähr. Es kann natürlich sein, dass der sich durch den Aufprall so rumdreht. Das kann sein. Das wäre eine Idee. Oder er fährt halt wirklich wie ein Gesenkter und stellt das auch nochmal genauer. Stellt das nochmal nach. Ich kann nicht mehr reden. Ey, was ist denn los heute? Vielleicht fährt er ja auch so. Nö, nö, nö. Und lenkt dann so ein. So, und mit dem Vollkaracho so da dagegen. Aber ich glaube, Fliehkräfte funktionieren so nicht. Egal. So, hier. Schorsch macht auch schon wieder Lärm. Wo ist er denn? Da oben ist er. Gucken dir an, den ollen Pisser da. Da ist er. War das ein Wolf? Ja, da ist ein Wolf. Da hinten ist er. Schorsch. Schorsch der Wolf. Wer kennt ihn nicht? Borke ist die Schicht unter der... Borke ist die Schicht unter der Borke. Was? Was? Die leitet das Wasser hoch in den Baum. Du meinst die Schicht unter der Rinde. Sehr gut. Okay. Borke wächst unter der Borke. Da hat sie sich, fühlt sie sich geborkener. Oh Gott, war der schlecht. Oh Gott, war der schlecht. Ich esse eine Beere. So, einmal eine Beere in den Hals. Okay, also haben wir den Typ befreit. Rennen wieder zurück. Und,
Ja, kann theoretisch gleich wieder einsortieren. Beziehungsweise, ich habe die Bretter gemacht. Was? Ist das Xylem beim Baum? Was? Was? Ich habe keine Ahnung, Olli. Ich weiß es nicht. Xylem? Wer ist denn Xylem? Ich kenne nur Xylophon. Was anderes. So, ja, unser flotter Mobil steht auch noch hier rum, ne? Also, das ist, ey, das ist der Hammer, dass das so hält einfach. Hä? Ich frag nicht. Egal. So habe ich das nicht gebaut, aber egal. So, gleich haben wir keine Ausdauer mehr. Lass mich mal rein. Lass mich mal raus. Ich guck gleich nochmal, wie das, wie du das eben meintest, bei diesem Schrank hier. So, lass mal fertig bauen. Genau, das ist ein Baumkuschler. Ist ein gelernter Holzwurm. Naja. Ja. Hm? Ja, stimmt. Er ist Pflanzenmensch. Pflanzen. Pflanzenkuschler. So, move. Oh ja, du. Ach, ich wollte dich doch drehen, du. Drehen wir dich mal in die andere Richtung. So. So, der muss jetzt da hinpassen. Perfekt, guck mal. Und da haben wir jetzt einen großen Schrank. So viel mehr Platz hat er jetzt aber auch nicht. Der hat eine Reihe mehr. Wow. Ja, der steht ein bisschen weiter vor. Ich krieg den nicht weiter hinter, den Schrank hier. Als das vorhin die Frage war. Guck mal, der geht nicht weiter nach hinten. Der steht nicht... ach nee, Quatsch, das war das hier wegen dem. Ich guck nochmal gerade, ob man das wirklich sieht. Ja? Ja, da ist das Einlegebrett. Aber man erkennt nicht... Wenn man ihn gedreht hat, wie rum der muss. Obwohl, hier ist so ein kleiner Nipsi da dran. So neben dem Brett, so ein ganz kleiner dunkler Nupsi. Aber man sieht nicht wirklich, wie rum der muss. Ja, also es ist irgendwie... Man erkennt es? Echt? Das Brett ist vorne kürzer. Ist so. Okay. Ja gut, wenn ihr meint, dass das ist... Ja, gut. Stimmt. Sehe ich leider nicht. Das wird schon richtig sein. Oben ist ein Spiegel. Spiegel? Ist da ein Spiegel gewesen? Echt? War da ein Spiegel? Kann leider nicht hoch genug gucken. Ist das ein Spiegel da oben? Warum auch immer da ein Spiegel drin ist. Keine Ahnung. Egal. So, wir haben auf jeden Fall jetzt einen größeren Schrank. Weiß noch nicht, was ich da rein tue, weil eigentlich ist der Plan heute, eine neue Behausung anzufangen, also nicht komplett fertig zu bauen, weil das schaffe ich auf keinen Fall. Hier, guck mal, ich kann hier nichts, vor allen Dingen steht hier Store Locks, also packe Holzstämme rein, das sind keine Holzstämme, egal. Pack mal hier die Flasche rein, es ist so. Was sind das jetzt hier? Schnuffeltuch. Eine Dogwest. Eine Hundeweste. Okay, wir haben eine Hundeweste. Der Hund soll hier sehr verbackt sein, deswegen habe ich den noch nicht. Ach komm, ich tue die jetzt hier rein. Dogwest. 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 Was? So, ah ja, hier kommt das Holz rein. So, rein damit. Ich muss das wieder ein bisschen einsortieren. Ihr kennt ja das Prozedere. Mittlerweile. Ich muss erst mal gucken, wo was ist. Mein Gehirn brät. Ja, ey, aber sowas von. Alles etwas komisch in dem Spiel. Naja, komm. Geht. Es geht. Oh ja, mein Schädel ist gerade echt. Ich glaube, ich setze das Ding gleich ab. Ey, es ist so unfassbar warm hier drunter. Aber ich lasse sie auf. Ich lasse sie heute auf. Probiere das einfach durchzuhalten. Komm, ich tue den mal hier raus, den Filter. Gibt heute halt Bratkopf. Egal. So, die Schnuffeltücher passen hier nicht mehr rein. Nee, dann nehme ich mal die zwei Gartenschläuche hier raus, pack das da rein. Und dann kommen die Gartenschläuche hier rein. Die Säge kommt hier rein, kann sich da hier drin ein absägen. Und ich habe Durst, wie ich gerade sehe. Und werde mir jetzt mal was zu essen reinwemsen. Könnte den Venti anmachen. Oh ja. Weiß aber nicht, wo meine Fernbedienung ist. Du willst ja nur meine Haare im Wind flattern sehen. Wo ist denn meine Fernbedienung hin? Warte mal. Ich guck mal gerade.
Eine Blumlis? So, ich hoffe mal, dass mir hier jetzt nichts wegfliegt. Normalerweise ist es viel zu kalt für. Gucken wir mal. Bin mal gespannt, ob das klappt. Der ganze Staub hier aufgewedelt. Das ist keine gute Idee. Ich muss meinen Schreibtisch mal sauber machen. Na gut, wir probieren es einfach mal. Meine Haare flattern jetzt im Wind. Ah. Ja, es flattert im Wind. So ein bisschen zumindest. Also zumindest hier, das flattert ein wenig im Wind. So, wir haben was gegessen. Ich trinke immer noch was. Rein damit in den Kanister. So, voll. Und ich glaube, ich muss demnächst auch wieder Wasser holen, oder? Wie ist das? Ach ne, wir haben 10 Liter. Wunderbar. So, take. Ach nee, das ist in dem Ding hier drin. Ach, ist egal. Jetzt habe ich das aus dem Wasservorrat-Ding ins Fass geholt. Habe ich den beim letzten Mal schon gebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann auch sein, dass ich den zwischen den Streams gebaut habe. Ich weiß nicht mehr. Ist es schon so. Es passiert so viel einfach. Was? Wobei man auch über Gehölzer was im Studium lernt. Also zumindest der innere Aufbau ist spannend. Okay. Ja, gut. Ich finde Bäume jetzt nicht unbedingt spannend. Aber das ist okay. Also wenn du das spannend findest, dann ist das für dich... Also ich finde es vollkommen okay. Ne? Also ich habe mit Bäumen nichts am Hut. Ich bin froh, dass sie da sind, dass sie uns jede Menge Sauerstoff spendieren. Dass sie uns wahrscheinlich mehr oder weniger den Arsch retten werden. Aber nicht, wenn das weiterhin so heiß ist und uns die ganzen Wälder abfackeln. Das wäre scheiße. So, das dazu. So, also wir haben noch ein bisschen was zu tun, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt einmal einen Platz auskundschaften, wo theoretisch Platz wäre für ein, ja, eine eventuelle Behausung. Sagen wir es mal so. Oh, da ist ein Schweini. Oh, guck mal, Schweinis. Ganz viele Schweinis. Ne, aus. Geh hier raus. Guck mal, Schweinis mit einem Frischling. Heißen die Frischling? Fischling? Ne, Frischling heißen die Viecher, ne? Guck mal, da ist ein kleines Schweini bei. Da, ein ganz kleines Schweini. Ich habe leider nichts anderes, womit ich ranzoomen kann. Deswegen musst du mit der Knarre drauf zielen. Da oben rennt, glaube ich, auch noch eins. Da oben, oder? Bitte? Ach, halt die Fresse da hinten. Lackaffe. Frischling, ne? Genau, nicht Fischling. Fischling wäre toll. Ach, guck mal, wie das die ganze Zeit der Mutti hinterherläuft. Ach, ist das süß. Ich lass das mal. Ist doch cool, dass du was abschneiden kannst und an den Seiten wieder was austreiben kann. Achso. Klappt bei Menschen nicht so ohne weiteres, deswegen würde ich kein Arzt sein wollen. Das stimmt. Ich finde das auch wirklich spannend. Ich habe so eine Drachenpalme haben wir in der Küche stehen. Und die nennen wir immer nur liebevoll die Krüppelpalme, weil die ist, ich habe die schon sehr, sehr lange, ich habe die schon über 10 Jahre und die war die ganze Zeit eigentlich immer nur so, komm hier heute nicht, komm hier morgen. Also die ist nicht gewachsen und nichts, kein Ding von sich gegeben. Und jetzt haben wir die irgendwann mal umgetopft, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so, oder halben, dreiviertel Jahr haben wir das Ding umgetopft und immer zu viel gegossen. Also wirklich zu viel, weil die steht im Seramist drin. Zu viel gegossen. Und jetzt hat die unten über 2 Monate oder so, mehr oder weniger unbemerkt, hat die so einen kleinen Trieb rausbekommen. Der ist mittlerweile 1/2 Meter hoch. Das ist erstaunlich. Also ich finde das auch immer wieder erstaunlich. Wir hatten das auf Arbeit damals auch mal gehabt, dass auch so eine olle Krüppelpalme nochmal so einen neuen Trieb bekommen hat. War wirklich super spannend, dass das so einfach klappt und dass da einfach was rausgewachsen ist. Aber ja, also da bin ich auch tierisch happy drüber, dass unsere kleine Krüppelpalme nochmal Leben eingehaucht wurde. Und vor allem, das Ding ist riesig mittlerweile. Die ist bestimmt... Wie hoch ist denn die? 1,50 oder so? 1,60? Ist die bestimmt schon hoch. Ist schon echt hoch. Aber es ist halt nur so ein dünnes, gagliches Ding halt eben. Ne, Gaglion heißt der ja eigentlich auch noch. Gaglion oder Krüppelpalme. Eins von beiden.